Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler. Ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Ich war kürzlich in Urlaub und jeden Morgen habe ich mir am Buffet einen Grapefruitsaft aus so einem Saftautomaten genommen. Und wirklich immer, wenn ich dahin ging, habe ich gedacht, eigentlich müsste über dem Grapefruitsaft stehen: Bitte nicht trinken, wenn Sie die und die Medikamente einnehmen. Das ist jetzt auch der Grund, weshalb ich dieses Video drehe, weil ich Sie darüber aufklären möchte, bei welchen Medikamenten Sie keinen Grapefruitsaft trinken sollten, auch keine Grapefruit essen sollten. Wenn Sie das nur interessiert, dann schauen Sie hier unten in die Infobox. Da versuche ich Ihnen alle Wirkstoffe hineinzulegen, die von dieser Wechselwirkung betroffen sind. Wenn Sie nun wissen möchten, wieso dieses Schild da hängen sollte und was ganz genau im Körper passiert, bleiben Sie jetzt dran, denn dann geht's schon los. Um Ihnen den Hauptgrund dieser Wechselwirkung zu erklären, muss ich einmal kurz ausholen. Und zwar wissen Sie sicher, wenn Sie eine Tablette einnehmen, gelangt die als erstes in den Magen. Vom Magen gelangt die in den Darm und im Darm ist es dann meistens so, dass sie dann ins Blut aufgenommen wird, sodass sie dann über den Blutkreislauf wirksam ist. Bei diesem Aufnahmevorgang kann es bereits schon zu einem Abbau kommen, und zwar sitzt in der Darmmucosa ein Enzym. Dieses Enzym nennt sich CYP3A4. Ich blende es hier einmal ein, weil es da verschiedene Unterformen gibt. Und beim Grapefruitsaft nur dieses CYP mit der Bezeichnung 3A4 betroffen ist. Nun kommt Ihr Wirkstoff im Darm an und wird eigentlich ins Blut aufgenommen, aber dieses Enzym sorgt dann dafür, dass nicht der ganze Wirkstoff ins Blut aufgenommen wird, sondern ein Teil davon schon abgebaut wird und dadurch im Blut gar nicht erst eine Wirkung entfalten kann. Nun kommt der Grapefruitsaft ins Spiel, und zwar kann der dieses Enzym hemmen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Ihr Wirkstoff dann weniger von diesem Enzym abgebaut wird und dann vermehrt ins Blut gelangen kann. Diese Tatsache ist bekannt und deshalb wird die Standarddosis von bestimmten Medikamenten, die hier betroffen sind, einfach etwas höher gesetzt, weil man sagt, okay, es gehen eh nicht 90% oder 100% ins Blut, sondern nur ein Anteil. Deshalb wählen wir einfach eine höhere Anfangsmenge, sodass wir sicher sind, dass der Wirkstoffspiegel erreicht wird, der für die Wirkung ausschlaggebend ist. Nun sehen Sie auch schon selber, dass wenn Sie den Grapefruitsaft konsumieren und dieses Enzym gehemmt wird, dass mehr von Ihrem Wirkstoff ins Blut gelangt. Man könnte natürlich sagen, auch dann wirkt er ein bisschen stärker. Das ist manchmal gar nicht so verkehrt, aber das Problem sind die Nebenwirkungen. Deshalb gibt es ja auch bei allen Medikamenten so Höchstdosen, denn wenn man darüber hinausgeht, kommen die Nebenwirkungen viel stärker zum Tragen. Und das wäre auch im Fall einer Kombination von dem Grapefruitsaft und einem Wirkstoff, der davon betroffen ist. Gerne nehme ich hier das Beispiel des Cholesterinsenkers Simvastatin, weil das ein Wirkstoff ist, von dem sehr viele Patienten betroffen sind. Als Beispiel für diese Wechselwirkung wären zu nennen, dass man unter Cholesterinsenkern verstärkte Muskelschmerzen bekommt, wenn der Cholesterinsenker Simvastatin zum Beispiel regelmäßig mit Grapefruitsaft konsumiert wird, dann steigt der Wirkstoffspiegel im Blut stärker an und dadurch kann natürlich so eine Wechselwirkung dann auftreten, die sich dann in der Nebenwirkung der Muskelschmerzen oder auch der Muskelkrämpfe zeigen könnte. Wenn Sie nun gesehen haben, dass Ihr Wirkstoff hier unten mit erwähnt ist, dann kommen natürlich einige Fragen auf. Zum Beispiel, ob es reicht, dass man einfach einen Abstand zwischen dem Grapefruitsaft und seinem Medikament lässt. Diese Frage ist ganz klar mit Nein zu beantworten, denn beim ersten Mal würde es reichen, dass Sie das Medikament als erstes einnehmen und den Grapefruitsaft erst etwa 2 Stunden später.
Diese Hemmung des Enzyms, die ich am Anfang angesprochen habe, die dauert aber manchmal nicht nur ein paar Stunden, sondern ein paar Tage an. Das heißt, spätestens am nächsten Tag wäre der Abbau von Ihrem Medikament durch den Grapefruitsaft, den Sie am Vortag konsumiert hätten, immer noch betroffen. Als zweites kann die Frage aufkommen, ob es okay ist, wenn man nur ein halbes Glas Grapefruitsaft trinkt oder nur ein Stück. Kleines Stück Grapefruit ist. Auch hier kann das ganz klar mit Nein beantwortet werden, denn da diese Säfte und Früchte natürlich nicht genormt sind, kann man nicht genau wissen, wie viel dieser verantwortlichen Wirkstoffe gerade in dem drin sind, was sie konsumieren. Das heißt, hierbei gibt es keine Menge, bei der man sicher wäre. Wichtig ist nochmal zu betonen, dass nicht nur die Säfte betroffen sind, sondern auch der Konsum von den Früchten. Und zwar geht es hier immer um die Grapefruit, aber es geht auch um die Pomelo, die in den letzten Jahren ja doch Einzug in die deutschen Regale genommen hat. Auch die Pomeranzen sind vermutlich betroffen. Das sind so bittere Orangenvarianten. Was nicht betroffen ist, sind die Orangen und auch die Zitronen und die Limetten. Die können Sie ohne Probleme weiter essen und trinken. Auch künstliche Aromen, die irgendwo drin sind, also wenn Sie irgendwo ein Grapefruit-Aroma hätten, auch das würde Ihr Medikament nicht beeinflussen. Wie Sie nun sehen, sollten Sie, wenn Ihr Medikament betroffen davon ist, niemals Grapefruit zu sich nehmen. Was ist aber jetzt, wenn Sie ein Grapefruit-Liebhaber sind oder nicht auf Ihren Grapefruitsaft am Morgen verzichten möchten? Dann gibt es doch häufig Alternativen. Sprechen Sie dazu Ihren Apotheker an oder auch Ihren Arzt. Denn zum Beispiel auch in der Gruppe der Cholesterinsenker, die ich eben erwähnt habe, da ist zum Beispiel das Simvastatin von dieser Wechselwirkung betroffen. Ein Rosuvastatin wäre es in dem Fall nicht. Das heißt, man muss sich genau die Abbauvorgänge der einzelnen Arzneimittel anschauen. Und dann kann es auch sein, dass man in Ihrer Wirkstoffgruppe einen Wirkstoff findet, unter dem Sie auch weiterhin Ihren Grapefruitsaft trinken könnten. Das heißt, Sie hätten dann die Wirkung, die für Sie förderlich wäre, aber diese Wechselwirkung ausgeschlossen. Nun kann es sein, dass der ein oder andere Mann von Ihnen hier unten in der Wirkstoffliste das Sildenafil oder auch zum Beispiel das Tadalafil gesehen hat. Hier möchte ich nochmal eindringlich betonen, dass Sie keinen Grapefruitsaft während der Einnahme trinken sollten, denn man könnte natürlich auf die Idee kommen, dass dadurch der Wirkstoff dann noch stärker wirksam ist. Oder aber auch man eventuell nur die Hälfte des Wirkstoffes benötigt für eine Wirkung. Aber da man wirklich die Auswirkungen nicht absehen kann, bitte lassen Sie auch besonders da unter der Einnahme von diesen Wirkstoffen die Finger weg von Grapefruitsaft. So, ich hoffe, ich konnte schon die meisten Fragen von Ihnen klären. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie das gerne hier unten in die Kommentare rein. Diese Wechselwirkung zwischen dem Grapefruitsaft und den Arzneimitteln, die ist eine sehr relevante Wechselwirkung, also die darf man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Und auch hier sehen Sie an diesem Beispiel, dass auch Nahrungsmittel sehr starken Einfluss auf ihre Wirkstoffe haben können. Mit dem Grapefruitsaft haben wir hier auch schon das stärkste Beispiel genannt. Aber ich hoffe, Sie jetzt mit meinem Video etwas drauf sensibilisiert zu haben. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren Sie doch meinen Kanal. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.